Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sip für euch. Heute mit dem fünften Tag meines Parasitenvideos. Ja, was kann man zu dem fünften Tag sagen? Die harte Zeit ist ja so ein Stückchen überstanden, glücklicherweise. Und ab dem fünften Tag konnte ich dann wieder anfangen mit Brötchen. Ich habe dann angefangen, leicht Brötchen zu essen, dazu Gemüse dazu. Ich habe mir dazu noch auf dem Brötchen Gemüse damit drauf, mit einer eigenen Pesto. Und dazu dann noch einen Salat nebenbei, auch Sauerkraut war natürlich mit dabei, weil es gleichzeitig ja noch antiparasitär wirkt, beziehungsweise den Darm so ein bisschen frei putzt. Ja, was habe ich denn an diesem Tag speziell gemacht, um den Parasiten den Kampf noch anzusagen? Ich habe Grapefruitkernextrakt gemischt mit Oreganoöl. Das habe ich auf zwei Parts verteilt, wo ich das in größeren Mengen genommen habe. Ansonsten habe ich Grapefruitkernextrakt ja sowieso immer mit kleinen Tröpfchen und Zusatz im Wasser noch mit eingenommen, aber da ging ich dann auf 30 Tropfen dann auch schon hoch. Und dazu 2 Tropfen Oreganoöl, das habe ich sowohl einmal mittags dann eingebaut und dann abends. Und schon bei dem ersten mittags konnte ich dann auch wieder feststellen, dass wiederum Parasiten rauskamen. Also da war wieder ordentlich was zu sehen. Ja, das war schon ein bisschen heftig, aber man hatte sich dann schon so ein bisschen mit daran gewöhnt und je mehr dann auch so rauskam, umso schöner ist das letzten Endes. Also ich war mega happy darüber einfach nur. Ich war einfach nur mega, mega, mega happy. Ja, was habe ich denn abends noch zusätzlich genommen? Ich habe gedacht, okay, besorgst du dir mal noch eine Papaya? Habe ich mir eine riesen Papaya geholt. Also nicht auch nicht die kleinen, sondern wirklich die großen, die originalen, wenn man das so sagen kann. Und habe da pur, das heißt ungetrocknet, die sind dann auch, wenn man die einnimmt, relativ glibberig, aber ich sag mal so halt frisch, einen ganzen Teelöffel, es waren fast anderthalb Teelöffel, ich habe dann noch ein bisschen mehr weggenascht, auch noch dazu genommen, was mir dann auch noch ein ordentliches Magengrummeln verschafft hat. Ja. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, Papayakerne sind extrem antiparasitär und man kann sie auch als Kur verwenden oder nachdem man eine größere Kur gemacht hat, kann man sich sozusagen präventiv auch noch mit dem Papayakern schützen, damit sozusagen im späteren Verlauf man nicht wieder diese Probleme hat, dass man viele Parasiten in seinem Körper hat oder nicht so gute, die man dann wieder aus dem Körper raushaben möchte. Ja. Das kann man damit mit Papayakern ganz gut entgegenwirken. Ist aber wie gesagt auch ein natürlicher Verhütungsschutz, das sei natürlich an dieser Stelle nochmal erwähnt. Aber ich werde sicherlich auch nochmal ein Video dazu auf jeden Fall für euch drehen. Ja, also das war das ganze Programm heute, ja, oder am fünften Tag. Und ja, jetzt am sechsten Tag, da werde ich dann mal schauen. Ich werde wahrscheinlich den sechsten und den siebten Tag zusammennehmen, weil ich da keine großartigen Veränderungen jetzt geplant hatte und ein bisschen auch so zum Runterkommen. Das heißt, das normale Essen und die Entgiftung wird ein Stückchen runtergefahren. Das würde ich für 2 Tage jetzt ein wenig runterfahren und dann ab dem 8. Tag dann hochfahren. Das heißt, es dürfte relativ entspannt werden. Okay, das war's dazu, mein Statement. Ja, der 5. Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Sid.